Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, in der heutigen Folge machen wir ein bisschen dies und ein bisschen das, also so Kleinigkeiten, nützliche Kleinigkeiten wie den Magneten bauen, ja, und noch viel mehr. Ich hoffe, dass ich das alles auch wieder in die Folge gepackt bekomme, aber lasst uns beginnen. So, wir sind ja mittlerweile MV und ich habe festgestellt, mit MV kann man schöne Dinge machen. Also werden wir heute ein bisschen mit Ender IO rumspielen, und zwar wir möchten uns auf jeden Fall an den Electric Magnet, an den Elektromagneten basteln. So, dafür brauchen wir Electrical Steel, dafür brauchen wir Conductive Iron Plates, vier Stück. Und jetzt müssen wir erstmal rausfinden, und wir brauchen einen Vibrant Crystal. Der wird wieder traurig werden für mich, da will ich wieder weinen, aber ich habe da schon was vor, so im kleinen Hinterköpfchen. Ja. Und das heißt, wir pasten mal Richtung ich habe noch nicht sortiert. Lagermauer. Ich muss nur schnell eine Enderperle holen. Und ich brauche was aus dieser Kiste. Oder aus dieser? Habe ich noch keinen? Das wäre natürlich doof. Moment. Blaze. Ich habe gedacht, ich habe schon Blaze gehabt. Heißt, ich muss jetzt in Twilight. Da habe ich Glück und es liegt noch hinten. Vielleicht habe ich Glück. Ja. Wir gehen mal wieder in die Werkstatt. So, und zwar habe ich vielleicht. War so ein netter Mann bereit und hat sich ein bisschen Blaze da gelassen. Ender Pearl habe ich auch noch keine. Die habe ich definitiv noch nicht. Blaze Rods habe ich gar nicht geguckt. Ich bin erst ein Held. So, das heißt, wir werden schon gestoppt gleich am Anfang. So, das heißt, ich muss nochmal auf meine Lagermauer. Vielleicht habe ich wirklich Glück noch. Nein, ich habe kein Glück. Das heißt, ich hab kein Blaze, das ist nicht schön. Komme ich da noch irgendwie anders ran? Nein, das heißt, ich muss in den Nether, ich muss mir eine Festung suchen. Oh Mann, das kann wieder eine schöne Runde werden. Ja, wir machen aber erstmal Cogident aktiv 3. Ich brauche Electrical Steel. Electrical Steel. Dust, genau. Dafür brauche ich Kohle, Stahldust und Silikondust. Sehr schön, dass ich vorhin ein Stahlpowder hatte. Aus Abwechslung laufen wir mal wieder. So, da bin ich ja auch schon dabei. Da bin ich ja wirklich dabei. Das wird demnächst gemacht. Das Hütchen da. Ja, es gibt halt leider viel zu tun. Ich merke gerade, ich habe hier noch nichts reingelegt. Aber ich glaube, ich habe schon einen Stack. Also da wird das Dach auf jeden Fall auch demnächst aufgesetzt. Ja, zur nächsten Folge haben wir einiges Baumtechnisches vor. Das heißt, wir müssten an der Raffinerie arbeiten. Wir müssen einen Ölturm bauen, dass das nächste Öl abgefördert wird, weil unsere erste ist sozusagen leer. Fast leer, aber das, was da noch übrig ist, das ignorieren wir mal. Dann wird kommen demnächst Erzverarbeitung, Wasserwerk vorne, Kuhstall, ja, Dungeon, Level 2, da freue ich mich total drauf, da will ich wieder verrecken, hoch 5.
Aber ich habe gedacht, ich hatte einen Blaze, aber es kann auch sein, dass das der andere Server war. Schön. Oder auch nicht schön. So, wie viele Pfeile habe ich denn überhaupt noch? 675. Okay. So, Steel Dust. Schauen wir mal nach. Haben wir da noch sowas? Nein. So, wie viel, wir brauchen wie viel dafür? Wir brauchen Electrical Steel Plate. Electrical Steel Dust. Dafür brauchen wir jetzt Kohle, Silikon und Stahl. Gut, dann hätte ich gesagt, dann hauen wir die gleich in den Maserator. Dann Silikon. 1, 2, 3, 4 und Kohle. 1, 2, 3, 4. Freue ich mich drauf, dass ich dann mal wieder wegen Kohle verbraten kann. Ich hoffe, dass der reicht. Der 2, jawohl, reicht. Perfekt. So, Electrical Steel Dust sind wir schon mal beim Herstellen. Jetzt brauchen wir als nächstes Conductive Iron Plate. Conductive Iron Plate. So, das wird gemixt aus Silber, Eisen und Redstone Alloy. Redstone Alloy haben wir ja schon hier drin. Machen wir auch gleich. Hier haben wir aus Versehen Iron da. Ja, machen wir es am schnellsten so. Ja, der sagt, der hat was. Jawohl, perfekt. 4. Und was war das letzte? Achso, nicht was draus machen, sondern was machen? Silber. Jetzt mal, mein Silber habe ich gerade gemacht oder so. Korrekt. Vielleicht habe ich auch noch Tiny Piles of Silber hier rumliegen. Das Schöne ist ja, ich habe ja schon so im Hinterkopf, was so in naher Zukunft auf mich zukommt. Und das wird der Cleanroom sein. Das wird auch total spannend, weil ich ungefähr noch weiß, wie ich ihn aufbaue. Aber, und das ist das Entscheidende, ich habe keine Ahnung mehr, wie ich da Energie und so weiter reinkriege. Aber ich glaube, das war einfach nur ein Casing. So, was brauche ich jetzt für das Conductive Iron? Das heißt, es kommt ja in den Blast Furnace. Mit Oxy. Okay, das ist einfach. Und Electrical Steel. Auch mit Oxy. Das heißt, ich brauche mal bitte 6 Zellen mit Oxy. So, rein. Und rein. Ich hoffe, jawohl, geht schon mal an. Mein Aluminium ist auch durch. Drin sind voll. Passt. Alles super. So, ich wollte eigentlich noch die Soul Fuel bauen. Kann ich schon mal sozusagen teasern, aber das heißt, wir müssen vorher in den Twilight. Das heißt, ich brauche nämlich Fused Quartz. Das stelle ich ja im Blast Furnace her. Oder habe ich noch was? Ne, habe ich noch nicht. Quarzit und Netherquarz.
Quarzit habe ich, glaube ich, keins mehr da. Oder doch? Ne, 4 habe ich noch da. Das heißt, ich könnte genügend rauskriegen. Oh doch, die Fiole kriege ich hin. Die Fiole kriegen wir hin. Dafür brauchen wir ja nur Solarium. Solarium Dust, das ist Wachs. Ich brauche das Dust. Solarium Dust. Dafür brauche ich Gold, Asche und Soul Sand. Haben wir auch gleich 4. Wenn ich so viel Soul Sand da habe, ja, habe ich. Schauen wir mal, ob ich hier noch Gold rumfliegen habe. Und Asche. Ich glaube, Asche habe ich auch viel. Jawohl, das, das und das. Jawohl, Solarium Dust. Das muss ich ja auch, glaube ich, in den Blast Furnace ballern. Genau, und da brauche ich dann Circuit 1. Den habe ich aber schon drüben liegen. Glaube ich zumindest. Doch für irgendwas ein 1er Circuit gebraucht. Ach genau, für dich. Genau, Hydrogenzellen. Also ich kriege Hydrogen kriege ich jetzt mittlerweile raus. Mit Sand am Meer. Darum muss ich auch unbedingt das Öl wieder zum Laufen kriegen. Weil, ja, sonst läuft mir hier alles weg. Ich habe da nämlich mittlerweile auch meinen Tank hier. Dafür habe ich noch eine Pumpe da dran gehängt und da hinten, wie man gesehen hat. Das heißt, ich stelle das Ding jetzt einfach oben drauf. Vielleicht kann man das Zeug ja auch irgendwann gebrauchen, aber momentan kann ich es noch nicht gebrauchen. Lieber stelle ich es nochmal her. Und zweitens, kriegst du die ganze Zeit. Oh. Und wie gesagt, wenn wir dann Öl produzieren, ist das sozusagen fast schon hier ein Kreislauf. Denn ich mache ja aus leeren Zellen, mache ich ja dieses Zeug und aus dem Zeug wird er, wenn ich das, war das das Sodium Persulfat? Ich glaube ja. Dann muss ich ja da einfach nur leere Zellen hier reinwerfen. Na, und dann kriege ich Dama-Hydrogen raus. Und aus dem Zeug kriege ich es auch raus. Also ich kriege Chlorid raus, den haben wir ja schon da. Oder Chlorin. Und ja, also man sieht es, ne? Ich habe mittlerweile 60 Hydrogen-Zellen. Ich habe schon gesagt, wenn ich so weitermache, brauche ich noch einen super Tank, aber ich bräuchte natürlich auch noch einen für die Raffinerie. So, wie lange brauchst denn du noch? 60 Sekunden, dann läuft jetzt der letzte durch. Nein, der vorletzte. Das heißt, ich muss mal auch noch machen. Ja, was ist denn noch ein kleines nützliches Zeug? Ja genau, Soulfuel, da bin ich gerade drüber. Genau, Fused Quartz. Ja, brauche ich auch ein Blast Furnace. Brauche ich Nether Quartz Dust. Ah, okay, ich kann den mit Nether Quartz Dust und Quarzit machen. Ja, okay, ich kann den mit Glas Dust machen und Certus Quartz Dust. Certus Quartz Dust und Quarzit. Oder Netherquarz und Glasdust. So, Zertusquarz, Zertusquarz. Wenn ich Netherquarzdust, der dritte, der hier, brauche wie viel für eine Fiole? 3. Dann machen wir das doch so, ne? Weil ich aus dem Quarzit ja auch das rauskriege. Und das habe ich auch noch.
So, ich glaube, ich brauche ja jetzt für das Solarium, brauche ich, glaube ich, Circuit Nummer 1. Genau. Dann, ups, nehme ich dich mal raus. Hau dich gleich mal rein. Ja, ist der durch? Jetzt braucht er 51 Sekunden. Dann lasse ich den erstmal komplett sauber laufen. Und wir fangen an, das da zu machen. Ich brauche nämlich jetzt Platten. Ich hoffe, dass ich jetzt keine größere Bending braucht dafür. Genau, und dann fängt es mit Ruckeln an zu arbeiten, dass er mich im Glauben lässt, ich brauche eine bessere Bending. Ich weiß zwar, dass ich sie sowieso brauche und will und wie auch immer. Das ist ja auch das, was wir auch noch. Wir brauchen nämlich auch noch die billigeren Circuits. Die kommen nämlich auch noch ins Spiel. Scheiße, und ich weiß jetzt warum, dass ich, dass ich das noch gebraucht habe. Ich brauche nämlich jetzt hier Vibrant. Vibrant Alloy Dust. Und für Vibrant Alloy Dust bräuchte ich, wenn ich das jetzt nur im Kopf habe, eine Ender Eye Dust. So. Dafür brauche ich eine Ender Eye. Und für Ender Eye brauche ich einen Blaze Powder. Nicht schön. Okay. Nee. Den Magneten kann ich mir gerade sowieso schenken, sehe ich gerade. Um eine Ender Eye zu bekommen, brauche ich hier HV. Das habe ich noch nicht. Das ist natürlich besonders doof. Hätte schon gehofft, dass man Magneten ein bisschen Erde bekommt. Aber es teilweise nämlich nervig ist, das ganze Zeug nämlich abzubauen. Naja. Versucht haben wir es. Aber was viel wichtiger ist, das Zeug da kriegen wir hin. Mal draußen, wie es mit dem Strom ausschaut. Wir haben sie noch nicht bewegt, gut. Kommen wieder die 11 rein. Da schmeiße ich wieder die 1 rein. Das Zeug nehme ich jetzt mit. Und für diese Fiole, diese Soul Fiole, brauche ich ein Solarium Round. Okay. Lerne das auch irgendwann mal, dass ich weiß, wo ich es reinschmeißen muss. Solarium Round. Fluid Solidifier. Bin dich. Hab ich Glück, dass der andere das nicht nimmt. Oh, ja. Ich habe gehört, Strom soll interessant sein für sowas. Muss auch mal demnächst wieder lostingeln und Claders besorgen, weil ich brauche mehr. Auch mehr Batterien. Vor allem, wenn wir jetzt dann noch irgendwann auch die HV-Sachen kriegen, brauchen wir noch mehr von dem Zeug. So, also Soul bla bla haben wir jetzt und davon 3. Das kommt jetzt da rein. Ich hoffe, ich brauche nicht zu viel Energie. 9600, okay, das ist.
Das ist machbar. So, das lasse ich schon mal hier drin liegen. Weil das brauche ich dann noch ein paar Mal. So, ich hoffe, dass das jetzt noch so funktioniert, wie es ich im Kopf habe. Jetzt habe ich dieses Soul Fuel. Hoffe ich mal. Es wird jetzt sowieso gleich dunkel. Jungs, weiß im Moment. Rennt hier noch irgendwo ein Schaf rum oder so? Jetzt, wo es die Viecher mal brauchst, ne? Jetzt sind sie weg. Weh, du brauchst sie nicht. Sind sie da? Na, mit dem will ich das nicht testen. Ne? Mit dir teste ich das nicht. Ja, da hinten haben wir eins. So, Soulfiole. So, jetzt haben wir geklickt. Jetzt haben wir wieder geklickt. Also ich kann sozusagen mit der Soul die Seele des Schafs in diese Flasche einsperren und wieder rauslassen. Und was wichtig ist, das kann man ja auch mit dem goldenen Lasso. Merke gerade, es ist am Morgen und nicht am Abend. Das heißt, ja. Die anderen sind bestimmt schon verkohlt, ne? Ja, aber ich wollte das jetzt nicht an dem Creeper ausprobieren. Also normalerweise kann man jetzt diese Flasche nehmen und damit auch genau. Click to honor mob. To capture its soul. Also, Mob und zwar alle Mobs. Das heißt, ich kann jetzt dann auch hingehen und ein Enderman zum Beispiel klauen und in die Schmelze stellen. Ja, dafür habe ich dieses Ding auch gebraucht oder gewollt. Ja, dass man jetzt sozusagen auch Endermännchen klauen könnte. So, das heißt, das haben wir. Jetzt ist halt die große Special-Frage. Ich weiß halt nicht, ob ich irgendwo in der Nähe von meinem Nether-Tor eine Festung habe. Aber nicht rumjammern. Wie gesagt, wir gehen einfach mal. Wenn wir sterben, sterben wir. Hab mich früher erschreckt, sowas. Jetzt ist es mir mittlerweile wurscht. Weil, gehört wie es aussieht dazu, wenn es dazu gehört, pff, Wayne. So, Solarium Ingot, das können wir auch gleich mal oben rein pfeffern. So, habe ich alles dabei? Oder habe ich Sachen nicht dabei, die wo ich nicht brauche? Wie weit bin ich mit dem Futter? Wichtig. Ich glaube aber, ich müsste es wieder durchhaben. Jawohl. Nehme ich gleich mal zwei mit. Den habe ich dabei, der ist ziemlich weit. 600 Stück kann ich erschießen. Also ich glaube, ich brauche nur einen. Also ich will jetzt den Nether ausrotten. Dann habe ich zu wenig Pfeile. Muss mir da auch mal überlegen, was ich auf den. Ja, wobei, ich möchte eigentlich Auto-Repair drauf haben. Das heißt, ich muss auch mit Soundcraft weitermachen. Ist denn nicht spannend und schön? Jetzt kommt. Ja, es wird halt mehr und mehr und mehr, was man machen kann. Ja. Mittlerweile kann man Auswahlverfahren so machen. So, ich mache jetzt das oder mache ich das oder mache ich das oder mache ich das. Was mache ich denn? Drei bitte. Nur das bitte ganz hinten keine Axt ist, sondern diesmal meine Armbrust. So. Plop.
Geht das jetzt nicht? Oder? Nee, ich habe bestimmt wieder falsch. Achso. Hallo. Da hat sich bestimmt gerade gefreut, dass ich ihn entführt habe. So. Brown Limonite. Als allererstes hätte ich mal gesagt, mache ich hier mal eine Fackel hin. Und ein Schweinchen. Fand das schon mal wieder nicht lustig. Das heißt, ich muss mal schnell nochmal nach Hause. Gib mir mal bitte Netherrack. Ja, natürlich. Natürlich habe ich so viel dabei. An Erde und sonstigen Krampf, dass ich wieder mal, ja, 3 Gramm mitnehmen kann. Habe ich wieder super gemacht, ne? Bin mal gespannt, wann mir ein Schwein entgegenhüpft. Als es angesprochen gefühlt hat. Lustige ist, jetzt können auch diese Lücken auftauchen, die vom Miner kommen. Ich glaube nämlich, dass mein Miner drüber war. Weil sonst sind diese schönen Lücken nicht zu erklären. Und kann halt wirklich sein, dass er das noch nicht ausgegraben hat. Wir werden sehen. Bin mal gespannt, wann ich so eine ganze Armee von diesen Minern irgendwann rumstehen habe. Und die dann für mich arbeiten lasse. So, es schimpft schon mal kein Schwein mehr. Das hat jetzt Vor- und Nachteile. Der Vorteil, mir geht keiner auf den Geist. Der Nachteil, ich habe keinen Ausgang. Sagte er und lief durch nach draußen. Moment. Mit dem will ich nicht sprechen. So, haben wir hier irgendwo eine Festung. Es. War sowieso schon ein böser. Hoffentlich die Stacheln. Ja, sonst wäre ich mal wieder tot gewesen. So instant. Aber ich sehe hier schon mal in der Richtung eine Netherfestung. Normalerweise, immer wenn ich mein Nether-Tor baue, brauche ich nicht überlegen. Ich habe immer irgendwo eine Netherfestung sofort in der Hand. Oh. Aber diesmal, wie es aussieht, nicht. Dann mache ich mal jetzt den anderen Trick. Ich gehe jetzt zurück und gehe mal die Treppe nach oben. Ein bisschen auf jeden Fall. Und grabe mich in die andere Richtung. Wiedersehen. Tschüss. Thank you.
Auch weg. Auch irgendwo ein Schwein. Jetzt auch noch persönlich genommen. So, egal. Wir gehen nach oben. Was hat denn jetzt eigentlich sich wieder verbessert? Oh, meine Armbrust. Super. Die werden noch schneller. Wobei, ich glaube, ich bin mittlerweile schnell genug. Ich glaube, ich werde meine XPs jetzt dann in Reinforced packen. So, das heißt, ich bin jetzt einigermaßen. Ich bin auf 56. Hätte ich mal gesagt, gehen wir mal in die Richtung. So. Und in der Zeit können wir schon mal uns was ins Gesicht werfen. Lustig ist, ich bin gerade so schnell zurückgeswitcht, dass ich ja. Okay, Netherfestung entdeckt. Die ist da hinten oben. Okay. Das Problem ist nur, ich weiß halt nicht, ob die da hinten oben überhaupt halt einen Blaze drin hat. Wie gut erkennt man das bitte schön auf dem. Ja, ich könnte jetzt dann natürlich mit dem Segelflieger rüberfliegen. Aber ich mache das anders. Ich gehe jetzt nochmal nach oben. Mindestens nochmal eine Treppe. Und dann gehe ich mal meinetwegen so 4 Chunks nach drüben halt das da mal nehmen. Was ganz oben, da kann ich mal schnell ein bisschen kraffellos werden. Ich glaube, ich habe hier noch meine Kraffelkiste. Jo. So, einmal das da. Mal schnell die Kiste voll. So, Netherrack Dust. Danke. Netherrack, nicht Dust. Das kann ich weglassen. So, ich bin jetzt hier. Die Festung war irgendwo da, glaube ich. Nein, war es nicht. Siehst du? Gott sei Dank. Gott sei Dank nochmal geguckt. So, das heißt. Ja. Ich muss nochmal raus, weil vielleicht muss ich auf die andere Seite. Ich glaube, ich muss auf die andere Seite. Ich muss da lang. Ja, klar. Kann ich die Wand aufhauen, wie ich will. Da lang. Da finde ich höchstens eine andere. So. Oh, wir haben Glowstone gefunden. Das ist super. Das Zeug kann ich auch noch brauchen. Das heißt, ich kann jetzt dann irgendwann mal meine Beleuchtung im Lager basteln. Da baue ich nämlich das geschüsselt in Streifen. So. Ja. Ja. Ich brauche dazu nichts mehr sagen, ne?
Ich muss mir da mal wirklich die Konfis angucken. Den Scheiß muss ich ausmachen. Der geht mir mittlerweile so auf den Zeiger. Das glaubt mir kein Mensch. Hab dich aus dem Versteck erschossen. Ja, du bist trotzdem tot. Aus 3 Kilometer Entfernung bist trotzdem tot. Warum? Ja. Einfach so halt. Weil ich dich ärgern will. Dann war das der, dann der. Und die Brille. Das Schlimme ist ja mittlerweile, dass ich das mittlerweile auswendig weiß, was ich da machen muss. Eigentlich noch viel schlimmer. Ich glaube, ich habe gerade eine Ader entdeckt, die noch interessant werden wird. So, jetzt muss ich erst mal gucken, wo die Niederfestung ist. Da drüben. Okay. Super. Ich muss unbedingt da eine Waffe auch langsam mal auf die letzte Position setzen. Ja, vor allem, ne? Also das war ein Blubber-Ding, der hat mich angegriffen. Wenn er mich gesehen hätte, hätte er mich angegriffen. Bin ich felsenfest überzeugt. Das war ein Special Mob. So, haben wir alle. Omas, sind's alle tot? So, das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen rüber und ein bisschen runter. Geh mal da weg. Du auch. Ehrlich gesagt, dann gehe ich hier rein. Hey, jetzt hat schon mal kein Schwein geschrien. Das Schlimme ist ja eigentlich, dass ich jetzt dann da noch ein Dach drüber ziehen muss bei den Ferkeln. Nicht bei den Ferkeln. Ich bin auch so ein Ferkel. Bei den Blazes, damit ich da eine kleine Falle dann hab, wenn ich immer wieder mal welche brauche, nicht, dass die dann immer hochschwören und abhauen, weil sie sich denken, nee, der ist uns zu OP. Der ist genauso schlimm wie Schaden aus Ferne. Weiß ja nicht, was die denken. Kann ja sein. Wenn die überhaupt denken, andere Frage. So. Okay, wir gehen auch ein bisschen weiter runter. Bin mittlerweile, glaube ich, komplett voll.
So. Also du musst weg. Ja, der war mal wieder spitze. Mitgedacht, total. Gleich null. Ey, geht's noch? Immer wieder hirnlos unterwegs, merke ich schon. Gleiches Loch zu. Achso, genau. Fackeln. Fackeln sind ja jetzt hier drin. Ja, ich habe jetzt natürlich das Problem. Ja, passt. Perfekt. Du musst wieder hoch. Und jetzt gehen wir da nach drüben. Machen das mal alles weg. Ich glaube, ich habe ja meinen Jägerrucksack dabei, ne? Okay, ich muss einfach nur noch ein Stück weiter rüber. Geradeaus reicht. Dann machen wir das mal sauber. Das auch komplett stimmt mit der Treppe. Dahin, dahin. Und jetzt dann gerade. Uah! Alter. Düse. Ja. Jetzt wollen sie es wissen. So kurz vorm Ziel so. Ich glaub's gleich. Und wisst ihr, wie schön dass das ist, dass ich jetzt genau das Zeug noch gefunden habe? Ihr wisst ja, ne? Ich mache ja aus diesen Steinen da, brenne ich mir ja mein, ne? Meine Steine für die, für den. Ja, ihr wisst schon. Für den, für die Dächer. Total super. So, dann heißt es jetzt auf jeden Fall, ich muss mal schnell was essen. So, das lasse ich jetzt auf jeden Fall auch mal liegen. Das Zeug brauche ich jetzt. Muss ich erstmal entlang latschen. Und gucken, da hinten ist einer. Nein! Arg! Arg, sag ich nur, arg! Nein, das wird nicht mehr häufig so vorkommen, dass du so oft stirbst durch, weil da dich OP-Dinger da weghauen. Nein. Ja, ich hab Trieb im Ohr. Allem, wenn dann da nochmal irgendwas tippet und wenn das da irgendwie falsch fällt. Fällt da Sachen runter und ich kriege das Zeug nie wieder. Das war so, das war so, das so, das so, das da, das da. So, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, Sachen, die mich momentan nicht mehr jucken, liegen weg.
Kann es aber sein, dass ich jetzt total Blödsinn mache, weil ich die Charts gerade wegschmeiße. So meinen Kopf schmeiße ich sogar weg. Ja, ich habe meinen Kopf gerade weggeschmissen. Kann nicht jeder. Ich kann das. Ja. Jetzt da ist schon ein Spawner drin. Nope. Wenn ich jetzt Glück habe, ist da oben einer drin. Wenn ich Pech habe, verrecke ich gleich wieder. Weil ich OP-Viech erschossen habe. Komme ich da auch irgendwie rein? Oder kann ich es mir von außen nur anschauen? Außerdem nur von außen angucken. Würde gerne kommen, darf nicht. Ja, ich bin total zufrieden. Da wirst du dann nach vorne TP't, wenn du einen schießt. Ja, ganz toll. Ganz toll. Ihr wisst jetzt, wo mein Death Point ist. Das heißt jetzt für mich, ich darf den jetzt... ich hätte mich raus TP'en können. Wollte ich nicht. Weil sonst hätte es wieder geheißen... der Titel. Ja. Das. Also wie gesagt, ne? Ihr kennt meine Meinung langsam zu Special Mobs. Ich bin. Ja, ich finde, dass es zu leicht ist ohne. Aber wie gesagt, ich finde teilweise diese Sachen, was die können. Ja. Schwachsinnig hoch 5, du schießt auf einen, der dich nicht gesehen hat. Am besten nach vorne katapultiert und fliegst dann nach unten. Entweder schlägst du auf und stirbst du, weil sehr tief nach unten gefallen. Oder du stirbst, weil Lava. Und im Nether ist das natürlich super. Die spawnen ja auch nicht da mehr. Mm-mm. Ich bräuchte jetzt eigentlich am besten 3 Rucksäcke, weil wie gesagt, ich muss jetzt die Lava freilegen. Ja, ich hätte jetzt natürlich meinen Drachen nehmen können und mit meinem Drachen dann fliegen. Ja, aber ich kann keine Steine vom Himmel saugen. Angel-Blöcke. Ja, Angel-Blöcke musst du in Soundcraft erstmal erforschen. Halt, brauche hier was zum Essen. Ja, Essen ist da. Ich merke gerade, ich bin gerade überdimensional. Ja. Genervt. Vor allem das Lustige ist, jetzt muss ich noch Sachen mitnehmen. Muss hoffen, dass ich nicht verreck. Also das ist jetzt nicht das Schlimme. Sondern, wenn ich jetzt in den Nether gehe, muss ich ja da... Läufst du eigentlich hin? In der Zeit, wo du da hinläufst, spawnen neue Viecher. Und die Viecher sind natürlich genauso wieder OP wie die wo dich gerade verrecken haben lassen. Und das Schlimme ist, ich musste halt mich wirklich.
Ich muss da wirklich hinlaufen. So, und jetzt tue ich hier mal mein erstes Item in den Drawer rein. Ja, das heißt, hier kommen jetzt mein Loot rein. So, ich hoffe, dass das reicht, was ich jetzt dabei habe. Habe, glaube ich, meinen ersten Death Point noch dort. Den werde ich jetzt nehmen. Hoffe nur, dass das der richtige ist. Ja, Teleport. Ihr seht da schon wieder ein Schwein glänzen. Heißt, ich gehe jetzt erstmal hier an die Brücke und setze mir hier mal einen Waypoint. Neter Festung. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, das Schwein mich angreift oder nicht. Ja, und sofort. Das meine ich eben. Wo bin ich jetzt eigentlich gestorben? Na, alles klar. So. Habt es gesehen, das war auch wieder so einer, ne? Lieber. Bin so lieb. Lieber geht's nicht mehr. Ah, Ninja Skelett. Alles klar. Ja. Bevor ich jetzt ins Kissen beiß, weil ich mich so freue. Ja. Und die Zeit auch wieder definitiv rum ist. Werde ich jetzt erstmal tanzen durch die Wohnung springen, mich fünfmal ärgern und versuchen, meine Sachen zu kriegen, dass wir beim nächsten Mal weitermachen können. Weil, ja, wir möchten natürlich auch ein wenig voranschreiten und nicht nur jetzt eine halbe Stunde zuschauen, wie ich versuche, meine Sachen zu holen. Ich noch vielleicht 40 Mal sterbe. Das ist vielleicht die ersten zweimal witzig. Die habt ihr jetzt gerade gesehen und danach finde ich nicht mehr. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Beim fröhlichen Sterben. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.